Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns Momente an im Leben, wo einfach das Glas ein bisschen zu dünn war. Ja, oh mein Gott. Ich sag's euch, das sind Momente, wo ich so denkt, alter Schwede, wie hat der Glück gehabt, dass da noch ein Glas dazwischen war, Leute. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt. Und schaut euch mal bitte schön diesen Polarbär hier an, ne? Weil der Polarbär ist anscheinend ein sehr, sehr verrückter Polarbär, der einfach so einen Stein, seht ihr das da? Der hat da einfach einen Stein auf den Dude gegengeworfen oder so, weil guckt euch das plötzlich an. Sind so zwei alte Herren. Die genießen sich so ein bisschen hier. Oh, der wirft das schon das erste. Da wirft das schon den ersten Stein einfach, Leute. Aber guck euch mal die beiden alten Menschen an. Die denken sich so, was geht denn bei den Polarbären ab, ne? Und wirft dann einfach so einen Stein gegen das Glas, ne? Aber pass auf, der kommt jetzt wieder. Der ist gleich von oben, bestimmt. Weil es ja gerade so aussah, oder? Genau, von oben, glaube ich. Und da ist das Glas einfach kaputt gegangen. Ja, die sind natürlich doppelt beschichtet und so, dass man natürlich nicht sowas hat, dass das auf einmal dann komplett kaputt geht, aber was hat den Polarbär angetan? Dass der so sauer ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Guckt euch mal bitte schön das hier an, Leute. So ein kleiner Junge möchte einfach gerne ein Foto machen mit dem Löwen zusammen, ne? Aber guckt euch mal bitte schön den Löwen an. Sofort, als der kleine Junge sich umdreht, ist der auf ihn gelaufen. Und hier, der kleine Butschi. So kleiner Butschi. So, nicht umdrehen. Oh, der Löwe. Oh mein Gott, Alter. Alter, gut, dass da ein Glas war, ne? Einfach gut. Guck mal, der wollte einfach sich anschleichen, ne? Der wollte sich einfach anschleichen. Einfach so, ich weiß auch nicht warum. Unglaublich, ne? Unglaublich. So, jetzt haben wir hier noch als nächstes einmal so einen Affen oder so. Oder nee, so einen Gorilla. Oh mein Gott, das Glas ist kaputt gegangen. Guck mal hier. Da haben wir jetzt so einen Gorilla. Ey, Mann, ohne Spaß, mir tun die Gorilla so leid, ne? Dass sie da so drin sind. Weil die sind halt wirklich absolut so die Tiere, die erobern wollen. Okay, also man sieht ja schon so ein bisschen. Oh mein Gott, Alter. Guckt euch das mal an. Das Glas ist einfach kaputt gegangen. Ey, ohne Spaß. Da muss man doch locker so Angst haben einfach. Vor allem, weil das Glas so kaputt geht. Und jetzt, boom. Gut, das war. Ey, das ist so verrückt, Leute. Das ist wirklich so verrückt. Jetzt haben wir ja anscheinend nochmal so einen Gorilla oder so. Guck mal. Oh mein Gott, nein. Nein, guckt mal. Die machen so. Mach mal so. Das ist ja, oh mein Gott, oh, passt jetzt auf den Gorilla auf, Leute. Der wird wahrscheinlich jetzt das nicht so lustig finden. Gehe ich auch mal von aus, wenn ich ein Gorilla bin, dann würde ich jetzt voll rauf gehen. Ich würde jetzt voll gegensprinten. Ja, würde ich auf jeden Fall so machen, oh Gott. Ja, da hat man auf jeden Fall erstmal Angst. Ja, die denken sich auch so, gut, dass da ein Glas war, ne? Ja, Glück gehabt. So, was ist jetzt bei dem Gorilla los? Der ist anscheinend, oh mein Gott. Der wird ja richtig verrückt, Leute. Oh, oh mein Gott, die kämpfen, Alter. Bam, bam, bam. Die kämpfen einfach. Okay, do, okay. Und jetzt hier, guckt euch den Gorilla an, Leute. Und? Na? Was werden die jetzt hier mit dem Glas machen? Werden die gleich zusammen dagegen springen oder was? Könnte passieren. Oder auch nicht. Man weiß es nicht, Freunde. Aber ich glaube, die kämpfen jetzt, ne? Wie wir eben gesehen haben. Los, komm. Oder nee, was macht der? Oh nee, was macht der jetzt? Oder geht zu denen hin? Oh, oh Gott. Oh, 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 jetzt, oh, doch, die kämpfen, oh Gott. Bam, 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 oha, 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 was ein Boxkampf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein Boxkampf, Alter. Yo. Stell dir vor, du musst dich mit dem Gorilla boxen. So, guck mal, die sagen so, wo sind denn die Zoowärter? Tja. Die Zoowärter genießen gerade die Show. Das ist hier einfach. Das ist hier. So läuft das. Die müssen ja irgendwie. Einer muss ja der Big Daddy Gorilla sein. Da muss ich ja ein bisschen Macht verschaffen da drin. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt anscheinend so ein paar. Ah, so ein Affen. Was? 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 Der Affe ist gerade rausgeklettert? Ey, die Affen, die klettern einfach raus, Leute. Was? Guck dir das mal jetzt hier an. Die. Warte, hä? Ne, erst verschwimmen die so ein bisschen. Aber der nimmt da das Seil hier. Und kann quasi mit dem Seil rausklettern. Und die Leute drehen komplett durch. Tja. Oh. Oh. Anastasia. Wie die Anastasia. Anastasia. Anastasia, komm weg. Das ist ein Affe. Der kann sehr gefährlich sein. Der kann ja keine Mütze klauen. Okay, die können natürlich auch beißen, ne? Aber ist halt. Er möchte natürlich auch nur so ein bisschen Menschenkontakt haben. Hat er wahrscheinlich ewig nicht mehr gehabt. So nah an den Menschen dran gewesen. Aber guck mal, der chillt ganz entspannt, ne? Oh. Er zieht durch. Der zieht durch. Guck mal, die Leute sind ganz entspannt. Der Affe. Der zieht einfach durch. Der
Affe zieht einfach durch. Kein Problem. Na gut, ist er wieder. Leute, da ist der Affe wieder. Hallo, Affe. Ha! Hallo. Geht's dir gut? So. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch mal die ganzen Löwen an, ne? Aber anscheinend ist das da ein Typ, der hat den Löwen richtig, richtig sauer gemacht. Wie er das geschafft hat, werden wir anscheinend jetzt sehen, Freunde. Und zwar seht ihr hier einmal eine Löwin, ja? Und dennoch Mr. Löwe daneben. Aber irgendwas macht er jetzt, dass der ganz, ganz sauer wird. Warum auch immer. Hier, da haben wir jetzt den Löwen, Freunde. Und der möchte jetzt irgendwie zum Glas gehen, der Löwe. Ja, guck mal, der geht jetzt hier zum Glas hin. Pass auf, er steht auf. Und jetzt... Okay. Er hat irgendwas gesehen. Irgendwer hat wohl provoziert. Ja, Mr. Löwe? Ja? Oh Gott. Oh, oh. Oh, sorry. Oh Gott. Alter, wenn so ein Löwe auf dich zugeht, na, ohne Glas, renn. Nee, renn einfach nicht. Gib mir. Wenn das so passiert, na, was soll man da machen? Schreib's mir in die Kommentare, was würdet ihr da machen? Ich würde einfach... Bitte lach, mach so, dass ich mich noch erkenne. Oh, oh, oh. Oh, nee. Alter! Ich denke, ob er das Ding mal läuft. Okay. Das ist schon... Der Löwe denkt sich auch so, puh. Glück gehabt, dass da ein Glas ist, hat er sich gedacht, ja? Tega. Holy moly, Alter. Guckt euch mal bitte schön diesen Löwen an. Einfach heftig. Oh, hier wieder ein Polarbär. Aber die sind anscheinend nicht so wirklich glücklich, Leute. Denn die wollen nämlich rausklettern. Guck mal, die suchen jetzt nämlich so Orte, wo man rausklettern muss. Oh mein Gott. Das war schon wild. So, jetzt hier. Komm. Oh, die sehen doch... Irgendwie sehen die echt unglücklich aus, muss ich sagen. Die sehen echt unglücklich aus, Freunde. Und jetzt gucken die natürlich noch einen Weg, wie man am besten rausklettern kann. Oh, komm, oh. Oh, springt er jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der will raus. Nein. Mr. Polarbär, er will raus, Freunde. Aber er kann nicht raus. Oh. Das ist halt voll traurig eigentlich, ne? Das sind halt keine Verhältnisse für den. Der würde am liebsten einfach von Gletscher zu Gletscher springen. So, aber er gibt anscheinend auf, ne? Aber... Die könnten wahrscheinlich sogar rausbekommen, wenn der andere ihnen helfen würde und nicht da so rumliegen würde. Aber hier, guck mal. Wieder ein Gorilla. Der ist sogar anscheinend richtig... Guck mal hier. Au. Mal gucken jetzt hier. Der Gorilla, Freunde. Ah, was macht er jetzt? Bin jetzt gespannt. Er soll anscheinend irgendwas Verrücktes machen. Ah, okay. Er guckt ein bisschen um sich. Er spielt so ein bisschen Verstecken. Ja, er spielt so ein bisschen Verstecken mit irgendwem. Die Frage ist nur, mit wem. Mit mir nicht. Ich bin nämlich da. Der ist anscheinend nicht so glücklich drauf, ne? Gorilla. Oh. Ja, Gorilla? Na, ja, wenn ich Skinnes höre, hä? Ja, also ein Gorilla würde mich so fertig machen. Sag's euch, wie es ist. Wäre auch komisch, wenn nicht, ne? So, hier, was macht der jetzt, ne? Der ist... Irgendwie rastet er, glaube ich, gleich aus, oder? Der ist so ruhig. Der ist irgendwie so ruhig. Gorilla, ist alles gut? Gorilla? Ist gut. Oh, was macht er jetzt? Oh my god! Er hat mir kurz High Five gegeben! Er hat mir einfach kurz High Five gegeben! Cooler Gorilla auf jeden Fall gewesen! Einfach kurz High Five! Ich hab's verpasst! Verdammt, ich hab's verpasst, Freunde! Ey, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von so das Glas war zu dünn. Und checkt auf jeden Fall einzeln mein Video aus, einfach draufklicken. Und checkt auf jeden Fall noch mein Merch aus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!